Hallihallo und herzlich willkommen in unserem Krankenhaus, auch genannt das DBD-Schlachtfest. Wir suchen heute neue Patienten in diesem Wald. Wir werden wahrscheinlich irgendwo welche finden und es sind gerade Dinge außerhalb dieser Wohnung passiert, die mich etwas verwirrt haben. Ein Vogel. Ja, genau. Also falls jemand fragt, es ist wirklich gerade ein Vogel vorbeigeflogen. Ach, scheiße. Claudette, ich habe dich hier gesehen. Gut. Ja. Ich hab's irgendwie vergessen, wie man das mit dem Umschalten macht. Ich mache übrigens heute die Ohne-Ton-Challenge. Wo ist sie? Ah, da. Nimmst du die? Ich nehm die. Klang! Das wäre doof. Schade. Ja doch, schade. Marmelade. Ich hab sie verloren. Da ist sie. Im Fundbüro. Im Fundbüro? Ich nehm die. Wenn du jemanden verloren hast, muss ich mal ins Fundbüro gehen. Gut, aber ich nehm die hier. Okay. So, ich glaube, die geht auch. Ich bin verwirrt. Sag mal, Schatzi, wo ich gerade nochmal von der Ohne-Ton-Challenge spreche, ja? Ja. Wie wollen wir das machen? Wollen wir die Zuschauer das trotzdem hören lassen oder wollen wir der Musik Nein, die Zuschauer dürfen das auch hören. Ich werde dann meine Kopfhörer absetzen und werde dann nichts hören. Ich glaube, das ist so das Beste. Ah, da war jemand. Oder saß. Er hat Hi gesagt, hast du das gehört? Schatz, ich hab den Kopf drauf. Ach, hast du nicht? Er hat Hi gesagt. Er hat so Hi gesagt. Das ist gut. Ja. Der gute Xyleroide. Der Xyleroide hat euch auch begrüßt. Wisst ihr Bescheid? Xyleroide. Was ist denn das hier? Vergiss nicht, die 24 Stunden sind wichtig. Ja, ich gebe euch einen Hint. Mein Clou. Das ist so ein Hinweis, ne? Ja. Ja, gut. Guck mal, Dwight. Den nehme ich. Gut. Die Mac wird wahrscheinlich jetzt die andere holen. Schätze ich mal. Weißt du, was jetzt doof ist? Was? Dass du schon einmal Strom benutzt hast. Sonst hätte das als Doktor ohne Strom funktionieren können. Ja, ist sogar korrekt. Echt jetzt? Wollt ihr... Ach komm. Ach, jetzt rennt die sowieso weg. Nee, die bleibt da. Die will, dass ich ihr folge. Ja, die wollte, dass ich ihr folge, damit die da geholt werden kann. Ich hab nur den Generator kaputt gemacht. Ach so, oh. Ich dachte, das wäre jetzt hier. Ja, ich hab's tatsächlich auch gedacht, aber es war nur der Generator. Ja, und der Knüppel von dem Doktor ist halt echt kurz. Der hat halt einen kurzen. Soll oh. Keine sexuelle Anspielung sein, nur mal so am Anfang. Bei dir nicht, bei mir schon. Oh. Gut, gut. Ach nee, das ist gar nicht die. Ich dachte gerade irgendwie, das wäre die Nemesis. Deswegen wollte ich gerade sagen, Vorsicht, nicht wegen, nicht, dass die noch Entscheidungsschlag raushaut. Nee, die nicht. Die andere, die hier steht vielleicht. Die? Nee, die auch nicht. Nee, gar nicht. Was sagst du? Nee, ja, links weg. Links weg? Links weg, ich bin verwirrt. Ah, ja. Wahrscheinlich steht sie hier hinter. Ah. Ehrlich, sie hat jetzt echt noch ein Disconnect gemacht, bevor sie draufgegangen ist. Natürlich. Arschloch. Warum kann man nicht einfach mal ordentlich sterben? Warum hat man nicht mal die Eier in die Hose zu sagen, okay, ich habe Scheiße gebaut oder meine Teammates haben Scheiße gebaut, aber ich disconnect dabei nicht. Ist die jetzt echt da? Nein, ist aus dem Fenster. Oh, ja. Ich... Aber wieder rein. Hasse sowas. Ich hasse es. Ich werde dabei besoffen. Nein, mir wird dabei schlecht. Oh, und sie ist weg. Sie ist doch nicht weg. Ich habe sie gesehen. Hier war ein Hintern hinter. Hintern hinter? Ein Hintern hinter. Ah, ja, sie ist weg. Ein hinterer Hintern? Ein hinterer Hintern war irgendwo hinter. Okay. Oder so ähnlich. Gut. Ah, so war der. Ich wollte das links nicht. Links ist näher. Scheiße! Das war rechts. Genau das. Die da meine ich. Den White meinte ich eigentlich nicht, aber den gibt's gratis dazu. Den nehme ich!
Der ist gekauft. Muss ich nicht auch tot sein? Weiß ich gar nicht, um ehrlich zu sein. Ich glaube ja. Könnte gut sein. Ja, der hing zweimal und die Lodetta, die hing zu lang. Oh. Wie gesagt, gut. Ja, kann man mal machen. Ja, hier sind welche. Guck mal, ne Mac. Komm her. Da wackelt das Gras. Komm her. Seh's dich. Ich seh dich doch. Ich seh's dich? Ich seh's dich. Och Mann, ich mag die Mac nicht. Die geht mir ein bisschen auf den Sack. Ein bisschen ist gut. Ein bisschen ziemlich. Oh komm. Ich fand, der Schockangriff ist nicht so weit. Stelle ich auch immer wieder mit der Erschrecken fest. Der ist halt echt nicht sehr weit. Sehr kurz, wenn man nicht die richtigen Addons benutzt. Ja, ziemlich doof jetzt, aber... Da, der war's gewesen. Ja, ist nichts gebacken, ne? Da. Okay, die schraubt Sachen ab. Geht jemand. Ey! Kumpel! Och, die nervt mich. Ich mag die nicht. Kann die nicht jemand entsorgen? Das ist eine Palette. Ja, ich weiß. Die nehme ich jetzt auch. Weil die ist tot. Ich mag die nicht. Entsorgt, Mac! Irgendwo da. Ich glaube, irgendwo, dass sie hier geblieben ist. Oder auch nicht. Ach, ich glaube schon. Och Mann, die geht mir alle. Ich dachte falsch. Ich sollte nicht denken. Nea und Mac? Mhm. Ja, beide blöd. Alle blöde. Ich will Mac tot sehen. Was ist das da? Dein Doktor. Ah, das ist gut. Das heißt, wir finden da... Nee, das ist eine Palette. Entschuldigung, das war nicht dein Doktor, das sah von Weitem irgendwie aus wie dein Doktor. Ach, Schatzi, Hasipups. Ja, ich kann doch nicht gucken ohne meine Brille. Du hast keine Brille. Doch, nur im Bad. Ich hab die Toilette geschraubt. Hallo. Irgendwer ist irgendwo hier und geht mir gleich fürchterlich auf den Sack. Nein, wahrscheinlich tut die Person da schon, aber... Und wahrscheinlich finde ich jetzt gleich... da. Eine Mac. Wahrscheinlich nicht nur eine Mac. Doch eine Mac. Och, Mac. Du bist echt Dreck. Geh doch weg. Näher. Was ist denn näher? Na, ich meine bei der Explosion. Weil so schnell kommt Mac da nicht hin. Wo? Da! Hey! Was? Einmal auf den Schädel! Doof jetzt! Jenny, du kommst mit! Nein. Doch. Jenny kommt in den Keller. La 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 la. Hi Jenny, du bist jetzt im Keller. Oh. Texas Barbecue. Ich glaube, du hast 25 Leute im Keller aufgehangen. Yay. Was ist denn jetzt?
jetzt. Ich weiß nicht, was bei dir falsch läuft im Kopf, aber es tut es. Es tut es. Es tut es. Wo bist du? Mit dem Fingrieche. Es tut es. Es nicht es, sondern es. Es tut es. Ja, nach da. Nach da ist sie weg. Das habe ich gesehen. Das habe ich gesehen. Du interessierst mich nicht, du blöde Mac. Mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Ja, ist korrekt. Wird sie. Wenn sie es nicht verkackt. Sie soll es verkacken, aber ich glaube leider... Sie hat es verkackt. Sie hat es verkackt? Sie hat es wirklich verkackt? Sie ist doch frei gewesen. Megan, du gehst mir echt fürchterlich auf den Sack. Ist sie immer noch hier, oder wie? Schätze ich mal, die hat ja probiert, mich abzulenken, damit ich sie nicht aufhänge. Die wollte sich da einen Weg stellen, falls du durch den... Ah, da hinten. Gelaufen wärst. Da hinten ist sie lang. Hier ist sie lang. Das heißt, sie wird hier schon sitzen. Nö, doch nicht. Okay. Ah, da ist sie. Hallo, Mac. Magius. Magius, Mac, geh mir auf den Sack. Sie will durch die. Ich bin verwirrt und weiß nicht, wo sie ist. Sie rennt zurück und ich sehe sie jetzt. Schatz, umstellen und schocken, weil dann kann sie die nicht runterholen. Geschockt geht das nicht. Gut, wenn sie beide da stehen bleiben, dann ist die jetzt Huppe. Gut. Dann ist die halt Huppe. Ja, leider. Das kennen wir doch nicht spielen. Das ist fast immer so. Leider ja. Ich hätte gern Lügchen. Oh, Jean-Luc. Was? Was? Oh, ich hab schon wieder ein... Was ist denn heute los? Ich glaube, du hast jetzt 100 Leute ermordet. Gut, ich hab 100 Leute ermordet. Wisst ihr Bescheid, meine Freunde? Hast du die Kratzspuren rechts gesehen? Da waren rechts Kratzspuren? Ja, warum? Waren sie? Ja? Mhm. An welchem denn? Das kann ich dir so genau nicht mehr sagen. Ich weiß nur, dass da Kratzspuren waren. Ich glaube, die Frau kann sich verstecken. Und ich bin verwirrt. Ja, da war sie. Gut, neue Runde. Ha, der Doktor ist echt nicht so meins, würde ich sagen. Sagt aber die Frau, die drei Tode hat. Ja. Dankeschön. Bitch. Leute, es tut mir leid. Bitte alle einmal diese Person melden. Dankeschön. Wie ich sowas hasse. Bis zum nächsten Mal. Nein, nächste Runde. Ich bin schon wieder voll verwirrt, weil wir gerade durchgehend aufnehmen. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Wir haben schon wieder Hunde geguckt. Und Hunde sind ganz toll. Yay. Und Schatzi Poo redet nicht mehr mit mir, weil Schatzi Poo, keine Ahnung, doof ist. Nee, das sagst du nur, weil es stimmt. Nein. Nein, nein. Nicht nur. Da hinten kratzt es. Schatz. Du hast gesagt, ich es kratzt. Ich spiele. Aber du hast gesagt, es kratzt hinten, deswegen habe ich dir den Rücken gekratzt. Nicht meine Rücken kratzen. Einmal helfen. Ich kriege sowieso noch nicht. Ich will trotzdem alles ankotzen. Hier war nämlich jemand. Stimmt, da ist sie. Aber das ist nicht die du nicht anschaust. Den Rat? Ja, das ist wahrscheinlich. Aber der doch nicht. Danke. Was ich noch schade finde ein bisschen, ist, dass man keine Türrahmen hier, weil hier keine Fensterrahmen ankotzen kann. Das fehlt noch ein minimales Stückchen.
warum müssen die Leute immer looten? Das ist doch nervig. Ja, die Frau nervt. Ein wenig. Das ist doch kacke. Ah, ich guck, siehst du? Das ist tatsächlich. Oh, die nervt mich jetzt aber. Oh, knapp. Kannst aber auch nicht sein. Ja, aber nicht so sehr, wie sie es hätte sollen. Ja, aber das dauert wieder trotzdem eine Zeit. Das ist theoretisch reicht dir einmal ganz kurz ankotzen, dann dauert halt's nur umso. Dauert es halt. Ah, sie, sie hat's! Yay! Blutkotzen! Mitten in der Nacht! Das ist eine echte Arbeit, die den stärksten Treffer schafft. Was? Nicht, Entschuldigung. Kannst du bitte mit solchen Sachen aufhören? Ja, das sollte ich tun. Weißt du, ich du verwirrst mich einfach komplett gerade. Ja, aber dann kann ich absolut nicht mehr spielen, Schatz. Willst du das? Eigentlich nicht, nein. Oh. Ja, ich merk's gerade. Du hast mich so verwirrt, dass ich gar nichts mehr hinkriege. Okay, dann sag ich nichts mehr. Nein. Außer gehobene Kommunikation. Boah, die geht mir auf den Sack, ne? Ich will die nicht. So. Jetzt will ich sie. Wo bist du, du Kleines? Piep, 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 piep. Blutkotze. Da hinten ist sie. Scheiße. Die kriegst du. Wenn du niemanden kriegst, dann kriegst du wenigstens die. Boah, ich will dich. So. Keine Ahnung. Ich glaube, sie dachte, ich komme von hinten, dann gehe ich von da. Echt jetzt? Ist das dein fucking Ernst? Dein fucking... Ich komme da nicht weg, ey. Hallo? Ist das ein fucking Ernst? Denk dran, dass du die Katze nicht bis zum Schluss aufladen musst. Ja, ist korrekt. Boah, wenn du die ganze Zeit hier bleibst, ne, dann, ne? Ja, Kate dankt ihr auf jeden Fall. Kate ist eine Freundin von ihr. Die sind nämlich zusammen in die Lobby gekommen. Also, viel Spaß. Ich glaube, die ist jetzt... Ja, glaube ich auch. Gut, dann... Kate hat sich befreit. Nein, jemand hat Kate befreit. Jemand mit einer Tortenlampe. Mhm, so ist das also. Ja, die sind ja zu dritt gewesen, das ist es ja. Nur Saftsäcke. Der geht mir auf den Sack. Oh, das ist aber scheiße gelaufen. Ja, ziemlich doof jetzt. Oh. Gut, weil das ja so doof ist, nehmen wir den jetzt mit. Und dann hängen wir den auf und dann werden wir ihn los. Hoffentlich. Hoffentlich, ja. Die andere ist wieder geheilt, ist ein bisschen doof. Vor allem. Umgerannt, mal wieder. Ach komm. Ja, der. Wenigstens die Opfergabe. Ja, ich dachte, der andere wäre dann in dem Fall da hingegangen, aber... Ist er auch. Gut. Und das Gute ist... Der hängt so nah, dass... der Entscheidungsschlag nicht funktionieren sollte. Was? Echt jetzt? Ist seine Taschenlampe weggeschmissen, oder wie? Wahrscheinlich ja. Und wahrscheinlich hat Katie jetzt. Vermute ich mal. Den Haken abgeschraubt. Gut. Hier war jemand? Hier war jemand? Wie sieht's aus? Irgendwo ja, die Frage ist wo. Ich glaube, White ist tot. Ja, ist korrekt, ich bin verwirrt. Wäre ich auch. Hier ist jemand, dann da und dann da und dann irgendwo da lang. Ich glaube, von da kam. Nee, ich glaube, da ging's hin. Huh. Irgendwo hier. Ha. Huh. Gut. Tja. Irgendwo war es. Tja, gut, ne? Aber Claudette muss sterben, weil Claudette hat einen Haken manipuliert. Das habe ich gesehen. Das wissen wir jetzt. Schatz, nur mal so am Rande gefragt. Müssen nicht eigentlich alle sterben? Psst. Braucht niemand zu wissen. Okay, gut.
hier. Das schneide ich raus, das piep ich raus. Ja. Okay, dann. Wir müssen hier eigentlich alle. Ja, genau so. So gehört sich das. Sehr gut. Das zählt dann einfach als rausgepiept. Ja, ja, ja. Ich da hinten, oder ob es das Fass war, das blaue. Garantiert ein blaues Fass. Das blaue Fass war da auf jeden Fall. Aber Kate hat halt auch was Blaues an, ne? Als wenn ich den nicht getroffen habe. Ich habe alles getroffen, nur den nicht, ne? Gut. Kann man auch mal machen. Nochmal, denk dran, dass du das nicht komplett auflassen. Hassipups, ja! Ah, ich wollte nur sagen. Oh, da ist Kate. Ah. Hey. Hey. Ist korrekt. Trotzdem, ja. Es ist Kate. Ja, die gute alte Katharina. Katharina geht mir ein bisschen auf ein Säckchen. Verständlich. Dadurch muss Katharina sterben. Ne, Katharina? Wieder zurück. Hups! Blomti. Ich glaube, er ist zur Wand. Wo ist sie? Hat er. Das Taschenlampenklaus kommt. Apropos Taschenlampenklaus. Taschenlampe. Ja, ich glaube, die könnte sich aber möglicherweise schon. Nein. Nein? Glaubst du nicht? Nein, ich glaube, dieser Sache. Vielleicht auf 3/4 wegen Wildpferd, aber höher ist es nicht. Ey, wo bist du, du Alle? Du Alle! Taschenlampen-Klaus. Taschenlampe! Du bist ein Klaus! Ich will dich erstmal kaputt machen hier! Lalalala! Du bist garantiert hinter mir hergelaufen und holst sie jetzt gleich! Das kenne ich doch! Sag ich doch! Das Übliche! Und ich kenne das Spiel! Aber das Gute ist, Kate ist dann gleich hinüber! Ja, möglicherweise trifft das zu. Da war sie links. Links, 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 links. Ich bin manchmal echt blind. Da hast du mich. Backseat Gamer Number One. Tatsache, aber ab und zu ist das ganz hilfreich. Ja, ist wirklich so. Ja. Ich weiß nicht, heute ist ein Scheißtag. Ja, weil wir ja eigentlich in der Vorproduktion ja, sind, ne? Ja, die kenne ich noch nicht. Das ist die mit der Taschenlampe. Ach, das ist die. Die Laschentampe. Die Laschentampe. Die mit der Laschentampe. Oh, ernsthaft? Jetzt aber, ja. Yeah. Schön Baum angucken, damit die Laschentampe nicht kommt. Ah, Laschentampe. Und dann umgucken. Da ist ein Hahn. Den nehmen wir, die Olle. Ja. Einfach über sie drüber gucken, kein Problem. Ey, Kumpel. Naja. Das war ungünstig. Tja, man sollte nicht über solche Paletten schleichen. Disconnect. Ja, gut, dann fehlt nur noch einer. Der wahrscheinlich gleich die Luke findet. Garantiert, bei unserem Glück. Spiel kennen wir ja. Ne? Ja. Luki McLuke-Luke. Luki! Ach komm. Einfach aus Prinzip. Skywalker. Wegen Luki? Ja, Luke Skywalker. Ja. Wir brauchen Luke Skywalker. Kennt man ja. Boden Luke Skywalker. Ist ja nichts Neues. Boden Luke Skywalker, wo bist du denn jetzt? Hier irgendwo. Irgendwo da. Hast du sie gehört? Ja, hab ich. Die mach ich mal kaputt. Also nicht kaputt, sondern einfach zu. Das geht ja nicht, ne? Oder geht das? So, als ginge das nicht. Nee, ich hab's ja eben auch probiert. Das ging ja nicht. Bodenluke. Schuppidu. Die andere ist angekotzt, das heißt, sie ist da. Bodenluke, was tust du?
Sie ist da, aber ich werde wahrscheinlich nicht mehr pünktlich da sein. Oh, du bist das Götter der Welt. Ach doch, hier locker. Locker weg. Aber das ist echt ein guter Trick, finde ich, wenn man die Seuche hat, das so zu machen. Ich mache das immer so gerne so. Und das Blutkotzen beginnt. Ja. Die Sache ist, es ist wieder eigentlich nur so ein Zögerspiel. Wo ist sie denn? Ja, ist sie da! Ja, ist sie das! Ja, ist ganz schön scheiße, wenn dieser grüne Gestank einfach rät. Ja, ist korrekt. Der grüne Gestank ist schon bösartig manchmal. Lächerlich. Und wisst ihr was? Hier ist ein Keller! Ja! Wuhu! Nehmen wir doch den Keller mit. Ganz hinten, einfach aus Prinzip. So. Kotzen wir noch ein bisschen an. Lalalala. Ach, ist mir doch egal. Ich will sie bloß hängen sehen. Aber Punkte. Aber Claudette. Ja, aber Punkte. Kann ich das sehen? Ich will drauf rumschlagen. Da ist eigentlich eine blutige Hand dran. Claudette war doch gar nicht blutig, als er gefasst hat. Ist korrekt. Ich will alles kaputt machen. Yeah, yeah, yeah. Okay, weiß ich nicht. Oh! Yay! Ich habe eine Aufgabe fertig. Aufgabe ist gut. So, das waren unsere Gegner und ich würde sagen, warte, guck doch erstmal, wie lange das jetzt war. Ja, wir gucken jetzt. 13 Minuten. Ich habe heute so den 13-Minuten-Flash. Gut. Auch. Okay. Bis gleich. Bis gleich. So, meine Freunde, zum Abschluss gibt es jetzt nochmal zwei Challenges in einer. Ich kann jetzt nichts hören. Also ich habe meine Kopfhörer nicht auf. Wir dachten, euch tun wir das nicht an, damit ihr euch darüber bepisst, wie doof ich hier rumtaper. Also ich kann nichts hören, das ist meine Challenge, eine davon. Und dazu kommt, dass ich den Geist komplett sichtbar spielen muss. Deshalb, am Anfang startet mein Dia verhüllt, das habe ich jetzt enthüllt und jetzt tapern wir hier lang und schauen. Guck mal, da hat ja Bombarda gemacht. Gibt übrigens noch eine dritte Challenge in einem. Wirklich? Ich sitze neben dir. Ja. Das ist die größte Challenge. Oh, das hat mega geruckelt gerade. Das war echt scheiße. Yay! Das hat mich sogar schon mal gekriegt, ne? Jetzt, kommt die Toilette dran? Nee, oh, kommt der dran. Jetzt kommt der dran, ja? Tue ich das? Nee, ich nehme den erstmal mit. Ich nehme den erstmal mit, ja. Ich muss mich hier erstmal umziehen. Ja. Ich glaube, ich nehme den. Also, der hängt schon mal, ja? Palette um. Ja, bin dabei. Chill. Der ist, ja? Der andere ist wieder geheilt. Das gefällt mir nicht so gut. Das machen wir hier auch mal kaputt. Tschüss. So, und jetzt gucken wir mal. Wo könnte der andere denn sein, ja? Du. Hier ist schon mal nichts. Aus Gründen habe ich übrigens auch keinen Kopfhörer. Das habe ich ja schon seit der ersten Runde diese Folge nicht. Auch genannt, er hat Kopfhörer. Korrekt. So, Dato, ja, gut, danke, dass du mich da auf dem Laufenden hältst, weil ich konzentriere mich nicht darauf, um zu sagen. Die da? Die am Eingang liegt, ja. Und es ist ein Squirrel! Squirrel! Sunny Squirrel! Falls ihr das gerade eben nicht mitgekriegt habt. Doch, das habt ihr mitgekriegt. Ja, das war in der Aufnahme, glaube ich. Ja, das war in der Aufnahme. Also der Squirrel! Ich glaube, das war die letzte Folge. Ich glaube, das war das mit dem Blauen. Oh, kommt auch mal. Aber Ilona versteht das ja sowieso. Ey, guck mal der da! Den kennen wir. Das ist ein guter Freund von mir, ja? Da war ein anderer, den kenne ich auch. Warte, ey, du da. Was geht hier? Was geht? Alle hier. Ja gut, den kennst du noch nicht. Nee. Den Mac. Nee, den Mac kenne ich noch nicht, aber der andere war auch da. Das ist ja der Witz. Den wollte ich eigentlich nicht. Ja, gut.
Nehme ich jetzt Claudette. Ja. Ich muss gestehen, dafür, ne? Dass das alles, ja, so schön leckt, warum auch immer gerade. Dafür klappt das gar nicht mal so schlecht hier. Die nehme ich. Squirrel. Es ist halt echt super, dass die da die ganze Zeit so rumrennen, dann braucht man die gar nicht zu hören. Ja, ist wirklich so. Deshalb, ich meinte ja auch, das könnte eine Challenge sein, die mir gar nicht mal so, ne? Viel Unbehagen bereitet. Genau. Hallo, ich bin ja Hagen. Der Unbehagen. Oh, wirklich? Okay. Ja. Ich glaube, Hagen ist tot. Gut, Hagen ist tot. Häng Hagen auf den Haken. Ich frage. Ich. Ja. Ich spiele hier zwei Challenges in einer, ja? Ich würde es dir so gerne beweisen, dass ich hier ohne Ton spiele. Ja, verständlich. Das ist so witzig gerade. Toter Squirrel. Und vor allen Dingen, erste Person ist tot. Und wir. Also die haben jetzt erst einen Gen fertig. Das ist jetzt noch nicht so viel. Okay, ich hätte das nicht sagen sollen. Zwei auf einmal. Gut. Ja. Hat sich gut abgesprochen. Ja, ist wirklich so. Wo seid ihr? Meine Pupsis. Ich finde euch. Ich weiß zwar noch nicht wo, aber ich finde euch. Ah, da hinten. Da ist der eine. Der eine, den wir schon kennen. Mhm. Also wir kennen eigentlich rein theoretisch alle. Aber das ist die Jacke. Das ist die Jacke. Jacke Park. Jacke! Und ich komme schon wieder immer näher hier zum Bildschirm. Die Jacke nicht läuft. Ja, ist wirklich so. Ja. Ihr würdet mich schon nicht mehr sehen. Echt jetzt? Das war ungünstig. Das war richtig ungünstig. Das ist die Jacke. Das war echt dämlich gerade von mir. Es tut mir leid. Und ich rede einfach die ganze Zeit gerade. Es ist echt ungünstig. Ungünstig. Ja, ich lasse dir nicht mal Raum, hier irgendwas zu sagen. Ja, kann ich doch nichts sagen. Ne? Nicht? Ja. Anhalten. Jetzt hast du Raum, was zu sagen. Nee, jetzt bin ich nicht mehr. Aber du darfst. Aber ich will nicht. Aber du darfst. Aber ich will's nicht mehr. Hilfe! Ey, guck mal, die Kippe auf. Die Kippe auf. Die sind alle. Ich hab hier nicht die Arme. Ja. Ist der hier so lang? Ah, nein, da hinten ist er. Hi, Kuppel. Mann, eine Palette. Ja. Der hat eine Palette gefunden. Und weil jetzt könnte er da so weiße, ne? Ja, ich weiß. Ja, das meint er, ja. Ja, ich weiß, dass er das auch tun wird. Ja. Also, frei. Oh, der geht mir hier echt. Frei tot? Oh! Ich will diesen hier tot haben, der nervt mich. Du nervst mich. Mach das Ding doch mit Platz. Aber dann wissen wir doch, wie das endet. So. Genau so. Das war mein Ziel. Bitte? Willst du noch irgendwas sagen? Das war mein Ziel. Mhm. Ja. Das hat jetzt niemand gesehen. Dass das so gut gelaufen ist. Burrito! Die Burrito-Katze saugt. Achso. Hier war wieder jemand dran. Nein, war er nicht. Ach, euch. Funken. Irgendwie bin ich manchmal echt. Die Funken bedeuten nicht, dass da jemand dran ist. Nee, ich hab die Funken nicht gesehen. Ich konzentriere mich nur auf die Sachen, auf die ich mich konzentrieren will. Ich merke das. Das nennt sich periphere Auffassungsgabe. Ja, habe ich nicht, das Ding. Doch, das ist genau das. Ach so. Gut, dann ist es genau das. Der, die das müsste, rein theoretisch den da nehmen. Oder ihn befreien. Ja, aber alle Dinge sind halt hier in der Ecke, ne? Ja, scheiße gelaufen. Ja. Funkenmarie. Ja, gut. Wo? Ah, jo. Da sind Streifen. Ja, da war er, der Mac. Der Mac läuft jetzt. Der Mac war da.
irgendwo hin, aber ich weiß nicht. Ein bisschen chaotisch auf der Stelle getreten. Ist dann irgendwo hingerannt. Der Mac, wo bist du? Der Mac. Der Mac, wo bist du? Der Mac. Alter, der Mac. Dahinter ist nix. Ich bin verwirrt. Wo ist der Mac? Der Mac, wo bist du? Der Mac, Alter. Der Mac? Ja, Alter, der Mac, wo bist du? Der Mac. Macht der Mac hier Jam? Moin. Der Mac, wo bist du? Wenn ich sie jetzt hören könnte, wäre das schön, ja? Kann ich ja. Vielleicht könnt ihr sie ja hören. Schreibt es doch mal in die Kommentare. Eigentlich müssten wir uns diese Folge dann nochmal im Anschluss anhören. Ja, rein theoretisch wäre das nicht so schlecht. Oder hören wir uns. Oh, nee. Das ist halt echt der Nachteil an solchen Sachen. Man hört sich ja selbst. Oder sie hat jetzt die Luke. Ich glaube, der Mac hat die Luke nicht. Ich glaube, ich habe die Luke. Und der Mac hat gleich ein Problem. Der Mac. Der Mac hat gleich ein Problem. Komm, 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 Luca. Da gehst du auf und so. Komm, mach du auf. So, Luca. Hab ich Luca? Luca tot. Aber der Mac ist geheilt. Also hat der Mac sich jetzt geheilt, anstatt den Typen zu retten. Das ist auch geil. Ja. Weil der Mac dachte vielleicht, wegen Luke und so, hat man dann die besseren Chancen. Mhm. Ah, ist vielleicht nicht so gut gelaufen. Ja. Aber die sind jetzt echt weit auseinander. Das ist korrekt. Wenn sie ist schon an die andere... Die ist vor allem schon... Nee, das ist... Der Mac ist da. Der Mac, Der Mac ist aber dumm. Ja, der Mac, Boah, ist der Mac dumm. Der Mac, ja, hätte fertig sein können. Der Mac wäre locker draußen gewesen. Ja, korrekt. Wo ist der Mac? Und vor allem, weil sie noch einmal hätte geschlagen werden können. Wo ist der Mac? Rechts weg. Rechts weg. Der Mac ist ja rechts weg. Das war zu rechts. Spotted, hast du Kratzspuren eigentlich gesehen? Hab ich nicht mehr gesehen. Bin ich verwirrt. Jetzt ist Frage, ob ist hier oder geht zu anderen. Ja, ich kann ich dir nicht sagen, aber ich glaube nicht, dass Drumek weiß, wo ist andere. Wird dem ja nichts angezeigt. Ist korrekt. Ich glaube, Drumek hat Drumek aufgemacht. Hat gefunden. Ja, Drumek hat gut gemacht. Hat Drumek gut gemacht. Hast du aber dich auch ausspielen lassen von Drumek? Entschuldigung, ich hätte ja auch einfach kämpfen können, aber da habe ich keinen Bock drauf. Du hast Kratzspuren nicht. Ich habe Kratzspuren geguckt, habe ich aber in falsche Richtung geguckt, ja. Gigi? No, thank you. Was? No, thank you. Was? No, thank you? Trolling you, no, thank you. Na. Okay. Egal, dann ist egal, ja. Okay, das war letzte Runde für diese Folge, wa? Yes. War letzte Runde für diese Folge, wisst ihr. Okay. Dann haben wir hier noch können zeigen, weil wir haben Killer, durch die kann man wählen und dann kann man auch Challengers wählen. Oh Gott. Okay, wir haben den Fallsteller, den Geist, den Hinterwäldler, die Krankenschwester, den Doktor, die Hexe, den Wandler, die Jägerin, den Clown, das Gespenst und meine Lieblingsseuche. Jo. Und dann machen wir Tschüss und Tschüss von Drmek. Und von Ayazi, weil Ayazi sitzt hier. Tschüss. Tschüss sagt Ayazi, Tschüss sagt der Merk, Tschüss sagen wir. Tschüss.